Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Ja, hier bin ich wieder. Es geht mal wieder weiter. So, Leute. Inzwischen ist unsere entstehende Tonfabrik hier fertig gebaut. Und es hat sich hier sogar schon ein Vakuum gebildet. Also, ja, ich habe es nämlich das Spiel mal ein bisschen weiterlaufen lassen, noch so ein bisschen Sachen abgearbeitet werden hier. Und ja. Und das hat sich jetzt hier ergeben. Gut. Des Weiteren möchte ich eigentlich schon unsere Wasserstoffrakete starten lassen. Das müsste jetzt auch funktionieren. Der Schalter. Ach so, ja, der Schalter ist dauerhaft jetzt gerade geöffnet. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall alles da. Und Anzug und so weiter. Ja, das drückt man dann. Ich stelle jetzt erstmal das Ziel ein. Nach dem nächsten Autosave. Ja, ich schaff's immer wieder beim Start hier, dass der Autosave ansteht gerade. So. Also. Zu weit für diese Rakete. Zu Chlorplanet. Wieso? Ich habe das mit dem Rechner ausgerechnet. Und der Rechner hat gesagt, okay. Stimmt es dann hier nicht? Können wir daran was erkennen? Wirkungsgrad 60 Kilometer pro Kilo. Okay. Wenn wir jetzt die 800 mal 60 nehmen würden. Gesamtschub 63.840 Kilometer. Dann haben wir einen Gewichtsnachteil von 3.500 Kilometer. Das verstehe ich nicht ganz, aber der müsste doch dahin fliegen können. Oder haben wir die falsche Rakete wieder? Moment mal. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Rakete ist denn das? Das steht ja gar nicht bei. Steht hier wirklich gar nicht bei, welche Rakete das ist. Ja, das geht auf jeden Fall. Das ist richtig. Jetzt noch mal. Sternkarte. Scientific Dings da. So. Jetzt. Da möchte ich hin. Quatsch. Wir nicht nach 70. Ja. Ich wollte ja dahin, genau. Oh Mann, Leute. Jetzt habe ich wieder Bolle gebracht, ne? Oh Mann. Verdammt. Ich. Nee, schwamm drüber. Egal. Starten. So, jetzt schnell, aber ja. So, Schalter einziehen. Ja, der Abgasstrahl ist schon mal geil. So, da entsteht auch Dampf. Okay. Sehr interessant. Warum ist jeder Dampf? Beim Raketenstart. Naja. Auf jeden Fall ist nichts beschädigt worden. Das ist schon mal super. Dann machen wir die Klappe hier zu und der Affe stoßt sozusagen. Ja, wie lang ist die jetzt unterwegs? Wollen wir mal gucken. 16,4 Zyklen. Status X unterwegs. Wieso X? Wieso ist dann X drin? Ja, manchmal ist das schon ein bisschen eigenartig. Ja. Ja, das dauert halt, bis die hier. Und die wird getankt. Jawohl. Der will aussteigen. Die ist doch schon voll, oder? Ja. Irgendwie habe ich meine Stadtmechanik hier durcheinander gebracht. Jetzt doch, ja. So, schalten wir aus. Trotzdem, der hat... Oder kommt jetzt gerade ein Sturm? Nö. Na gut, das kann ich jetzt gar nicht mehr überbrücken hier.
Warte mal, das müsste doch aber eigentlich. Ja, meine Mechanik hat irgendwie ein Problem oder einen Fehler eigentlich. Ja, warum es jetzt gerade nicht mehr funktioniert, weiß ich gerade auch nicht. Ja, da müsste man nochmal einen Gedanken für. Meine, das kann es auf jeden Fall nicht sein. Also er will aussteigen. Ja, das geht aber gerade nicht. Ich kann dich gerade nicht aussteigen lassen. Doch, ich kann. Aber irgendwie habe ich das ganze System hier gerade durcheinander gebracht. Ja, das ist total. Wir schneiden das mal kurz hier. Ups, nein, hier ab. So. Jetzt kommt ein Sturm. Ja, das war jetzt wieder das perfekte Timing. Muss ich schon sagen. Ja, irgendwie ist meine Mechanik, seitdem ich da dran rumgeschaltet habe, ist die Mechanik hier gestört, so irgendwie ein bisschen, ne? Ja, das ist doch jetzt stadtbereit, oder? Ach, ich hab's zieh. Nö, Moment mal. Aktuelle Masse. Hä? Raketenliste. Es ist die Rakete. Die Spirit Dingens da. Die geht dahin. Warum ist es jetzt gerade zu weit für die Rakete? Warum? Großer Frachtraum. Kein Ziel ausgewählt. Was? Ja, aber was soll denn der Krampf? Hat doch ein Ziel ausgewählt. Geeignetes Ziel ausgewählt, startbereit. Jetzt. Müsste doch jetzt gehen. Ne, Gesamtreichweite. Hä? Da stimmt doch was nicht. Fünfhundertfünfzig Kilo Dampf. Ach, Oxalid ist keins drin. Okay. Ja, dann macht's Sinn. Ja, warte mal, wie kriegt man das jetzt gebacken? Ohne dass da irgendwas in die Luft fliegt. Ja gut, das kann ich jetzt hier nicht so überbrücken. Ich kann es nur deaktivieren, also das ist halt. Ja, da hat das ganze Ding noch eine Schwäche hier. Aber ich müsste eigentlich hier noch eine Querverbindung machen, ne? Ne, es bringt aber dann auch nichts, weil dann geht die Automatik her, dann ist es auch Quatsch, ja. Wir müssten das jetzt mal für eine ganze Weile hier. Das heißt für eine ganze Weile eigentlich nicht, aber. Müssten das jetzt mal auf positiv stellen hier. Und wenn betankt ist, dann muss ich da wieder den Pfad hinbauen. Genau. Mann, Mann, Mann. Ja, so leicht bringt man die Automatik auseinander, ja. Was ist hier passiert? Oh, ich glaube, das wird zu heiß, die Leiterkabelbrücke, obwohl sie schon aus Stahl ist. Ja, okay. Das muss ich akzeptieren. Hier habe ich jetzt natürlich überhaupt geguckt. Ja, der Ziegel ist sehr heiß, ja. Also wenn man da jetzt hier eine Leitung durchlegen würde. Mit Radiator, dann könnte man ja doch da theoretisch die Wärme mitnehmen, ne? So, der Ziegel hat. Und der hat. Okay. Also Isolierziegel haben sich nicht wirklich aufgeheizt. Aber das hat halt wirklich bis die drei Ziegel hier in dem Bereich. Wie schaut's denn hier aus? Okay, die haben 100 Grad.
Und weiter. Gut, weiter ging es jetzt nicht. Aber das schwächt sich ja anscheinend nach unten ab. Na, so richtig weiß ich es natürlich nicht. Ich experimentiere hier halt bloß, ne? So, wie schaut es jetzt aus? So. Ist jetzt betankt, oder? So, ja gut, dass jetzt ein Sturm kommt. Da startet die Rakete jetzt, sonst wäre nämlich das gleich wieder weg hier. Unser Tor da oben. Beziehungsweise die Gangway wäre beschädigt worden. So, slickste Eier oder Strauchsamen oder ja, nee, ich nehme gar nichts. Ich hätte die Eier zu Eigelb machen können, aber nee, das hat keinen Sinn. So, ja, immer muss ja was kaputt gehen. Und jetzt hat, ja, das Eisenerz soll bitte mal weggeräumt werden. Das verfälschte Waageergebnis hier dann. Wie viel, ich lasse mich hier mal liefern. Filtermaterial 320 Kilo. Braucht es hier. Das sind 4 Stück. Das sind dann 1200. Ja, 1200 so bei Dings. 1280 Kilo wären das. Dann sollten wir hier. Na, es muss ja nicht ständig, aber wenn wir hier 2 Tonnen liegen lassen an Material. So, Druck. Über, unter. So, wenn hier unter. Ja, die Mindest. Dann wird er halt immer, sobald es weggenommen worden ist. Das wird ja halt jetzt. Ich mache mal 1500 Kilo. So. Kompromiss. So. Ah ja, gut. Jetzt, wo halt hier wieder jemand rein ist, ist klar, da ist jetzt wieder Luft drin. Aber das ist jetzt egal. Aber wir müssten vielleicht. Also, mal. Sonst pumpen die halt jedes Mal so lang, bis da wieder ein Vakuum drin ist. Wenn man da einen Sensor macht, einen Klimasensor. Ich bin aber am überlegen, ob man jetzt sogar vielleicht noch einen Sensor macht, der prüft, ob es reiner Sauerstoff ist oder verschmutzter Sauerstoff. Um die ganze Mechanik. Aber ich glaube, wir machen das mal einfach primitiv. Lass uns einfach mal sagen, wir machen einen Atmosensor her. Den wir hier hinsetzen. Das ist der einfachste, also das ist eigentlich das einfachste mit so einem Atmosensor hier. So, und das haben wir noch nicht verbunden. Oder doch, haben wir verbunden. Ja, doch. Haben wir gemacht. Ja, passt schon. Und dann konnte da, brauchen wir ja noch eine Schiene. Jetzt ist die Frage, man könnte das natürlich gleich von oben nehmen. Ne? Das wäre, oder wir holen es vom Lager unten raus. Das wäre noch. Aber es wäre egal, wir müssten es immer halt irgendwo, müsste es halt dann da sein, ne? Muss halt immer hergeholt werden. Mir ging es halt jetzt eigentlich von der Temperatur her, aber wir könnten das von oben nehmen. Aber ich habe ja tatsächlich für das ganze Zeugs noch nicht so wirklich hier einen Plan. Dann machen wir hier mal. So. Das müssten wir da dann wieder auf eine Schiene kriegen. Da müssen wir mal gucken. Wir könnten rein von der Sache hier unten wieder einen Förderschienenbelader machen. Und dann hier die Schiene nach oben verfrachten. Beziehungsweise. Na gut, hier sind wir ein bisschen eingeschränkt. Machen wir die Schiene nach oben weg. Das gefällt mir alles nicht so wirklich. Also wir gehen dem ganzen Ding aus dem Weg und machen da drüben einfach was Neues. Ja gut, dann nicht. Ich baue hier unten einfach einen Förderschienenbehälter neuen. Ja, da wird das Material schon geliefert. Das ist ein Service hier. Und jetzt müssen wir hier
So, jetzt die Schiene hier, die ist außer Betrieb, okay. Das ist aber eigentlich egal. Also, was ist denn eigentlich hier los? Ach, das konnte noch nicht gebaut werden wahrscheinlich. Ha, Mist. Okay. Jetzt mal gucken, wo war man denn hier stehen geblieben? Da ist das Ding. Das hier. Ne, Moment mal, habe ich da. Ich hab da irgendwann mal die Schiene kaputt gemacht hier. Okay. Das erklärt einiges. Tja. Da hat einer mal die Leitung zerlegt, aus Versehen. Wie immer, ne? Egal. So soll es dann sein und dann brechen wir das hier ab. Dann. Naja, das ganze Eisenerz ist da gar nicht abtransportiert worden. Es ist ein bisschen hier was geblieben, aber so viel wird es auch nicht sein. Ja. Und auch hier unten. Das ganze Salz ist nicht. Ah, ich habe mir die Anlage selber außer Betrieb genommen und ich habe das die ganze Zeit nicht gemerkt. Heieieiei. Au, 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 au. Gut, das Salz kommt halt hier sonst nicht anders da hoch, ne? Das wird erst wieder ins Lager geschmissen. Und jetzt kann die Anlage auch wieder laufen, ne? Also für den Fall, dass Rost da ist natürlich. Rost ist aber auch da. Jetzt schauen wir doch mal. Na, aber der arbeitet jetzt gerade fleißig erstmal hier das Eisenerz hier wegzuladen. Hier liegt Salz, ja. Ja, das muss ich jetzt hier halt die Schiene teilen, klar. Oh Mann, und ich hab da ein Segment zu viel abgeschnitten und wundere mich, warum das ganze Ding nicht funktioniert, ne? Also, das ist schon ärgerlich. Aber auf jeden Fall läuft jetzt auch wieder, ne? Ja, weil es kann ja nicht das einzige Salz sein, wo wir haben hier. Und das sind so viele Tonnen Salz hier. Ja, und jetzt tut er auch hier wieder Salz reinladen. Das liegt halt hier überall rum. Mensch, weil normalerweise tut sich die Anlage auch selber regulieren, habe ich mir gedacht, ja. Dann nehmen wir hier noch einmal. Ja, da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, sozusagen. Halt hier nochmal ein paar Leiter hinstellen. Genau, ja, und dann das so und das müsste alles gebaut werden können. Der steht auf was? Auf unter. Ja, über 1000 Gramm ist, glaube ich, erstmal okay. Und vorläufig lasse ich den Sauerstoff dann einfach hier raus. Ja, bis ich dann weiß, ob ich den jetzt tatsächlich unten in den Tank reinliefer. Ja, nee, das ist eine schlechte Idee, den einfach hier rauszulassen. Wegen Temperatur, ne? Ja. Gut. Temperatur. Warte, wir bauen hier oben drüber sozusagen gleich ein Räumchen, wo wir den Sauerstoff praktisch reinlassen. Und dann kühlen wir den runter. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Wobei das halt ein ziemlich kleiner Raum jetzt hier ist, ne? Ist hier so bau. Wir können halt nicht alles auf einmal hier. Weil, wartet mal, ist das hier? Ne, das ist, okay. Nee. Keine Option, das ist ja kein kalter Ding hier. Aber ich könnte einfach mal hergehen und ich mache mal den Raum hier so hoch.
So, da machen wir mal ganz kurz das weg. Wir machen einfach mal eine Tür rein. Isoliert. Eine Gasschleuse mache ich jetzt mal nicht raus. Und die Tür kann ich nicht abschließen, wenn hier keiner mehr rein soll. So, hier können wir eigentlich sagen, dass hier keiner mehr rein muss, oder? Dann lassen wir einfach mal hier den Eingang hier weg. Hier unten ist es wurscht, da haben wir ja die Schleuse. Da könnte das Ganze mal abtransportiert werden. Und im Prinzip könnte man das Ganze schon ausgraben. Und wahrscheinlich hat er dann eh wieder Pause. Weil es oft so ist, dass der dann Pause hat. So, warte mal, jetzt haben wir ja unseren Forscher für das Ding hier gar nicht mehr. Okay. Muss ich mal gucken, ob ich noch einen Forscher habe, der das kann. Ja, stimmt. Ich habe ja jetzt hier Niesbert weggeschickt. So, jetzt gucken wir doch mal. Inaktiv. Analysieren. Ich denke, irgendwer kann das noch, oder? Forschung. Muss mal gucken. Noch irgendjemand? Ja, das ist jetzt natürlich ganz doof hier, wenn ich jetzt hier... Hier kann ich jetzt rumgucken, so viel ich will. Na und... Und ich hab... Nee. Na, forschen. Stimmt ja, bei mir können viele nicht forschen. Ich hab ja doch, ich hab welche mit. Ja, da stehen zumindest 7 Leute, wo das haben. Ah ja, da haben wir doch schon Harold. Warte mal, wo habe ich das eigentlich dem gegeben? Ach, ich habe gedacht, dass ich den irgendwann zum Astronaut mache. Ja, nee, das ist egal, der kann das dann auch machen. Es sei denn, ich habe das dem überhaupt erlaubt. Das ist nämlich die Frage, ne? Weil forschen habe ich vielen Leuten weggestellt. Dass sie es eben nicht tun. Mal ganz kurz gucken. Harold war zum Beispiel. Ja, genau. Aber wir können ja mal generell so ein bisschen durchgehen. Also Rocky. Nee. 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 Die meisten sind eigentlich Bauerntöpel von meinen Leuten hier. So, er hat Minus. Da brauchst du auch nicht dran. Das dauert dann nämlich ewig. Also gut, Harold auf jeden Fall. Dann stelle ich das dir mal hoch. Nee, wartet mal, nee. Da haben wir doch noch Ari. Wenn du keine Landwirtschaft zu tun hast, dann kannst du auch erstmal forschen. Das ist mal das halt mal. Aber es ist ja, es kommt ja nicht oft vor. Barney hätten wir noch hier, dann haben wir, der kann nicht. Catalina könnte auch noch. Ich jetzt einmal hoch. Die anderen sind ja gerade nicht da, von daher zählen die nicht. Ja, apropos, jetzt ist die Frage, jetzt sind ja 3 Leute nicht da. Beziehungsweise, na gut, der ist wieder da. Das ist aber egal. Da könnte ich jetzt mal was gucken. Es hat was hier drin zu tun, weil ich das dann hier besser sehe. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wir haben ja alles ja... Okay, da haben wir alles. Da. Okay. So. Muss ich mal gucken. Ne, wir haben immer noch das mit hier einmal Stored 4 und hier Stored 10. Also ist es nicht das, was ich mir gedacht habe. Weil... Ja, weil Dings ist ja nicht da hier, Niesbert und so weiter. Geh mal weg, du, sonst sieht man hier ja nichts. Ja, man müsste einfach mal das Monument bauen und dann zieht man weiter. Das war eh geplant. Das war ja hier geplant, ne? Ja, fangen wir doch mal damit an. Moment, Monument ist unter Möbel, glaube ich. Wahrscheinlich ist es aber hier zu groß. Monument
Basis. Da braucht man Stahl. Ja, nicht zu wenig. Und hier Obsidian. Das ist lustig, wird zwar verhängt hier. Verhüllt. So, dann brauchen wir das Mittelstück. Da brauchen wir 2,5 Keramik hier, Tonnen. Dann brauchen wir hier Plastik und nochmal 5 Tonnen Stahl. Wow. Ach so, man kann das jetzt hier nicht. Und da hilft mir auch mein Build-up hier wahrscheinlich nicht. Gut, aber. Moment. Ja, da haben wir auch wieder einen Fehler. Nehmen wir ganz kurz hier eine Leiter, weil die Leiter wurde nicht zerlegt. Da wurde wahrscheinlich die vorherige Leiter zu schnell verlegt. Zerlegt, nicht verlegt. So, die ganzen Anzüge hier. Oh, Rocky hat noch keinen. Ja, Rocky, dann hol dir doch mal schnell einen her. Ich wollte die ganzen Anzüge nämlich jetzt eigentlich wegräumen. Weil die auch nicht da rumfliegen. So, na, wie viel kannst du tragen? Ja, kannst ganz schön viele tragen. Anzüge hier. Na, die werden miniaturisiert in der Kanone, ne? Ganz einfach. Ja, und unsere kleine Fingerhut-Schilffarm hier. Die wächst und gedeiht, ne? So, da muss ich jetzt mal hier ein bisschen mehr drauf Gas geben, ja. Ach so, Husky macht das immer gern. Okay. Das ist die Frage. Ach, man kann hier dann noch was raussuchen. Ja, das hier. Was ist das? Früchte? Ach, das sind Eier. Ach so. Und das sind Hatches. Was ist das hier? Irgendwelches Müllzeugs hier. Kann man das hier so machen? Ja, man kann hier jetzt irgendwas zusammenbauen. Oder einfach halt so aus dem Asteroiden Füße hier. Weiß noch nicht. Nehme mal das hier. Und dann Möbel. Jetzt brauchen wir das Mittelteil. Ja, da ist es. Das habe ich mir gedacht, die Leiter im Weg. Dann mal ganz kurz gucken, was hat der Tucker? Nee, Slicks, da will ich keine mehr. Ganz normale, die brauchen wir nicht. Wird abgelehnt. Ja, wenn man es ablehnt, dann kommt da das nächste Mal nicht irgendwie was noch Besseres, aber es wäre auch lustig, ne? Man lehnt so lange ab, bis halt dann so richtig immer besser was kommt. So, dann nehmen wir das hier. Wird das nächste Monumentstück. Und dann wird man wahrscheinlich wieder ein Stück Leiter bauen müssen hier oben, ne? Rein von der Sache her, denke ich mal. Ne, lass mich mal kurz gucken. Kann ich die Spitze... Hat man nicht genug Material? Was? Oh! 2,5 Tonnen Glas? Naja, okay. Warte mal, Glas, das können wir ändern. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Stellen wir doch da hier mal ein. Effekte 25 Kilo Glas, 2,5 Tonnen. Ja, da muss es eine Weile laufen. 10. 10 sind 250. Einfach 100 Mal, ne? Ich will es nicht unendlich laufen lassen. Das mag ich nicht. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben doch hier... Glas. Na gut, das sind die paar Gramm oder Kilo, was wir halt haben, ne? Und ich glaube, dass das Glas halt einfach hier mal durch die Leitung geschmolzen ist. So, ja, Sand wird geliefert.
Gut, ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee war, das Ding hier reinzustellen. Weil ich weiß halt, das erzeugt Hitze oder Wärme und das Glas hat Wärme und... Ja, es war halt so eine Idee. Besser wäre es vielleicht gewesen, in sowas hier das reinzubauen, ne? Aber da ist halt auch kein Platz mehr gewesen jetzt. Ansonsten, na, vielleicht wenigstens noch hier, aber... Auch nicht wirklich. Glasschmelze ist doch schon ein bisschen größer. So, arbeitet da jetzt auch einer dran? Oder liefert ihr nur Sand? Er liefert nur Sand. Weil das funktioniert, glaube ich, nur mit einem Duplikanten. Aktueller Auftrag, nächster Auftrag. So, der Sand erhitzt sich natürlich auch schon. Das wird so gesehen. Ist ja die Anlage dann schon auf Temperatur hier. Da braucht sie nur ein bisschen, ne? Überhitzungstemperatur ist eigentlich für die Glasschmiede auch ein Quatsch, ne? Weil die wird ja heiß, das weiß man schon, aber ja. Weil das wird ja viel heißer, das Glas, was hier dann rauskommt. Ja, die Animation ist natürlich auch wieder lustig, ne? So, jetzt kommt das Glas hier durch, jawohl. Das hat 1300 Grad. Sogar 1500, das meine ich halt, ne? So gesehen hat es ja schon so eine Temperatur, da müsste die Anlage ja von sich aus schon überhitzen, ne? Weil die Überhitzungstemperatur, wo hier steht, die ist halt bescheuert eigentlich. Ja, jetzt kommt das Glas hier rein. Gut, das kühlt auch schon hier am Boden relativ schnell ab. Ja, da tropft es jetzt runter. Die hat noch halt noch ein bisschen Hitze rein, aber naja. Gut, bis hier das Glas einmal gekühlt wird, da haben wir schon lange verbaut. Aber wir haben es eh erlaubt, also dass man hier rein darf. Aber ich mir halt her sehe, was ich da schon reingeliefert habe, Obsidian und so. Gut, es hat jetzt eigentlich noch schon Temperatur, dass es eigentlich schon verwendet werden kann. Also das muss eigentlich bloß noch hier auf die Schiene gebracht werden. Und fährt die halt dann mal durch, ne? Ja. Das hier ist auch relativ hier belastet natürlich. Wo es hier noch weiter runtergekühlt wird. Und so ist eigentlich die eine Anlage dann auch belastet. So, lass mich mal kurz das gucken. Ne, ich habe gerade was. Hä? Was ist denn das hier? Warum? Warum ist hier Ethanol? Wo kommt das Ethanol hierher? Hm. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Tut sogar so. Ja, finde ich schon cool gemacht, ja. So, warte mal, die Dampfrakete ist wieder da. Ja. Nur unsere Betankung, die funktioniert. Es funktioniert gerade hinten und vorne nicht mehr. Warum funktioniert denn das ganze System jetzt gerade nicht mehr? Irgendwas ist doch da kaputt. Da irgendwas zerlegt, was nicht zerlegt hätte gekönnt sollen hier. Also, glaub es nämlich bald hier, ne? Ja, wie war denn das jetzt nochmal? Kriegt ein Signal, dass es fahren? Ja, okay, dann. Hängt jetzt eigentlich damit zusammen. Ja, wenn ich da aufschneide. Ne, das führt dann nicht zurück. Nee. Ach Leute. Das ist total doof. Ja, setzen bitte.
Weil wir die Sekunden abwarten natürlich. Also wenn mal der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin, ne? Jetzt habe ich das wieder. Ich bin auch so ein Held. Wollte ich den Schalter ja wieder auf Ausschalten hier. Ja, und das. Ah, jetzt. Hä? Oh, jetzt ist wieder ausgefahren. Warte mal, hä? Gebe ich damit unten auch ein Signal aus? Das macht gar keinen Sinn hier. Gib doch damit kein Signal ab. Geht hier? Doch, 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 doch. Ja, ja, doch. Wenn ich den Schalter betätige, kann ich das hier ja auch ausfahren. Und dann ist es nämlich ja. Und es wird dann wieder resettet, genau, wenn die Rakete detektiert wird. Ja, okay. Auf jeden Fall, das funktioniert dann auch wieder. Bubbles. Ah ja, okay. Und du bist ja zurück. Jawohl, du willst raus. Betankt ist es im Prinzip ja wieder. Das bedeutet, dann machen wir hier mal kurz die Klappe hin. Wieder weg. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob wir jetzt hier Chaos haben. Nee, haben wir nicht. So, jetzt hat er, müsste er wieder, ja, da mehr reingebracht worden sein. Na, noch ein bisschen, dann ist der Kreis auf jeden Fall voll. Wobei, es langt eigentlich, ne? Na, beim anderen habe ich nämlich hier ein bisschen rausgelassen. Damit das hier die ganze Zeit kreiselt. Ich glaube, deswegen tut er, glaube ich, hier gerade. Oder? Nee, er läuft ja durch, genau. Nee, wir können noch eine Ladung können wir noch reinlassen. Und das bedeutet, dass wir hier wieder tanken wollen. Die andere Rakete ist noch unterwegs. So, und der hier müsste dann irgendwann wieder starten, ja. Jetzt haben wir so langsam wieder. Ach so, ja, und hier hat der Lego vergessen, dass hier das gebaut wird. Und jetzt haben wir schon das Malheur. Ah, verdammt. Jetzt haben wir das Malheur. Na, es macht nichts. Der bisschen verschmutzte Sauerstoff macht mir jetzt nichts. Der ist nämlich nur verschmutzt. Und das macht eigentlich nichts. Aber das ist zwar auch noch auf Druck hier. Mach aber mal hier. Warte mal. Ich mach mal unter. Weil das pumpt sich dann so lang, bis es unter ist. Und dann haben wir das Problem gelöst. Ja, ich hatte das mit der Rakete, hat mich jetzt nämlich wieder abgelenkt, dass ich hier die Mechanik mache. Und zwar da unten. Da brauchen wir jetzt so ein Teil wieder. So ein Grit-Grit-Grit-Teil hier. Ja, Moment mal, Strom. Ström! Ström können wir ja noch anschließen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne, könnt ihr ja bitte. Ja, danke. Das Praktische ist wirklich, dass die Ärmchen da das dann beladen, ne? Ja. Warum habe ich eigentlich zwei Arme gebaut? Naja gut, dass die halt da schneller beladen können. Regulit, ja. Regulit, Regulit. Abgekühltes Regulit hier, ne? Ja, 40 Grad hat es, aber das ist okay. Ja, und es wird immer noch Eisen, 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 Eisen. Oh Gott, das war so lang nicht angeschlossen. Deswegen haben wir jetzt hier gerade tonnenweise Eisenerz rumfahren. Das Ding wird gar nicht mehr fertig damit. Ja gut, das Salz ist mittlerweile abtransportiert. Und die Salzranken wachsen auch wieder hier.
und produzieren neues Salz. Also das funktioniert super. Da warte mal, das Granit könnten wir doch auch abholen lassen, oder? Wenn ich hier ganz kurz mal, wo ist es? Rohmineral mache. Ja, das hat super geklappt. Es war noch nicht alles weg hier. So, da muss ich gucken, bei gelagert. So, jetzt danke. Weil das war schon ewig mit Aufräumauftrag hier drin. Und die können ja oder dürfen ja nicht hier durch die Tür durch. Habe ich denen nicht erlaubt. Ja, jetzt funktioniert halt auch wieder unser Sauerstoffding. Das hätte so einfach sein können und ich habe es ewig lang nicht gepeilt, ich Trottel. Ja, manchmal ist man einfach ein Trottel. Was ist denn eigentlich hier alles los, ey? Boah. Warum liegt denn hier so viel Krempel rum, Leute? Warum kann man das nicht ins Lager schmeißen, hä? Ja, das bisschen da hätten wir dann auch noch schaffen können, ne? Aber da war Feierabend und dann wird alles stehen und liegen gelassen, wie es ist. Und ja, ich bin nicht mehr da und so weiter. Ja, wir kennen das ja alle. Okay. Ach, Leute. Manchmal, aber nur manchmal möchte ich mich selber hauen. Schließ mal es hier an. So, jetzt Sattel. Das sollte schon lang fertig sein hier, das ganze Thema. Ich wollte nämlich schon wieder Feierabend machen, aber wenn das noch nicht passiert ist, dann brauche ich noch kein Feierabend machen. Ganz einfach. So, aufräumen müsste ich tatsächlich auch mal irgendwann wieder, aber ja. Ihr seht ja, was hier los ist. Da zerlegen. Lassen wir hier wieder ein bisschen was her. Der Strom ist ja jetzt auch da. Da können wir hier auch wieder anfangen, langsam zu zerlegen. Wo ich auch noch nicht fertig worden bin, das ist hier unten natürlich bei der Farm da. Genau, da müssten wir auch immer wieder dabei sein. Hier wieder was abgerissen wird. Aber ihr seht es ja gut. Zumindest das mit dem Hubs-Zeugs da funktioniert ja. Und wird zwar nicht abgeholt, oder, ja. Frisch. Es ist zwar frisch, aber... Naja. Das wird von Hand ja weggebracht, genau. Wird von Hand in die Küche gebracht. So, die Küche hier. Tofu, haben wir das eigentlich auf bekannten Tofu eigentlich? Oh, Entschuldigung. Kleiner Hickser wieder mal, ja. Pinscher, Pfeffer, Nüsse braucht man hier. Okay, Nüsse haben wir keine. Warte mal, da müssen wir mal... Sind das alles Samen? Ja, das sind Samen. Das sind aber auch verdorbene Nüssebeine. So. Hier alles mal aufräumen. Gut, das Oxolit, das wird wahrscheinlich nicht weggeladen hier. Das kann nicht abtransportiert werden. Ne, Lager nicht verfügbar. Ist egal, das wird irgendwann vielleicht mal wegdampfen und dann... Ja, der hat halt die ganze Arbeit geleistet, der Kerl da, der Fisch da. Ich nenne die mal Flugfische oder so, so irgendwie halt. So, und der Piep hatte hier auch schon Arbeit geleistet. Nö. Oder sind die... Ja, ich glaube, die ganzen Hubsbohnen sind... Ja, die sind hier teilweise verrottet. Die nächste Hubsbohne, die hier reif wird, die sollte eigentlich der Pip dann holen. 12 Hubsbohnen. Ja, das ist halt das Problem, ne? Das wird halt auch nicht abgeholt. Wir müssten eigentlich das Material... das. Aber ich bin ja... Ich bin ganz immer an anderen Sachen beschäftigt hier. Und ja, ich müsste mir wirklich mal Zeit für nehmen, dass wir das so wie hier oben machen, dass man praktisch dann das, was geerntet worden ist, oder was halt von sich aus abfällt, das wird ja praktisch auch nicht geerntet, erntebereit, ja. Das tun ja die Duplikanten im Prinzip ernten und aber ich lasse es einfach so lange stehen, bis es von selber abfällt. So, wie ist denn das jetzt hier? Da müssen wir aufpassen, mal irgendwann. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Slicks da das mittlerweile hier unten drin sind. Und hier oben haben wir...
Naja, gut. Der eine ist schon ziemlich alt. Der ist auch schon alt. Ja gut, die werden alle absterben hier. Ah, Mist. Dann haben sie tatsächlich die neuen weggebracht und ja. Zählt hier, ja. Ne, da habe ich auch noch nicht so eine gescheite Mechanik gefunden, dass es gut klappt, ja. So, und die ganzen. Die müssten wir halt dann wieder einfangen, ne? Dass wir da wieder welche reinkriegen, weil sonst sterben die jetzt hier aus, da. Naja, was heißt aussterben tun sie nicht, aber es ist halt blöd, ne? Na, wartet mal, Nahrung. Vier fallen. Ich hoffe, die gehen trotzdem unter Wasser. Wobei, ich weiß gleich, ob die jetzt da dann reingehen, wenn ich da Tierfallen baue. Ja, das sind noch vier Eier. Ne, also, wie mache ich das am besten, dass der nicht alle Eier am Ende wegpackt hier? Es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, aber mittlerweile eben nicht mehr, ne? Ja, das lassen wir jetzt einfach erstmal so. Das ist jetzt nicht primär. So, jetzt hat die Rakete ist ab. Peng, peng. Ich sehe auch gerade. Ich sehe Probleme, wenn die Rakete zurückkommt. Die Wasserstoffrakete. Dann ist die Tür kaputt. Weil ich da noch keinen Scanner gebaut habe für. Das heißt, na gut, ich habe hier einen, aber der soll hier nicht bleiben. Den möchte ich nämlich umbauen, eventuell, oder? Den hätte ich nämlich darüber gebaut vor. Das ist, nee, wir machen es einfach mal so jetzt hier, dass ich da einfach. Da muss ich jetzt das. Ach Gott. Da muss ich das Kabel jetzt wieder hier. Ich baue doch lieber, glaube ich, einen anderen Scanner hin. Ich glaube besser. Sind die aber echt so hoch? Nee, die würden. Ich würde das noch höher kriegen hier tatsächlich, ja. Das war mein Fehler eigentlich wieder mal. Den einfach mal hier hinbaue. Ja, das sollte man auch mal üben. So. Automatikkabel. Das hier gemacht. Das geht eigentlich genau auf die Tür, ja. Das ist. Und ansonsten, naja, das ist eh noch nicht hier. Die Sache hier ist eh noch nicht geregelt hier, wenn ein Sturm ist. Aber das ist ja eh, wenn die Rakete kommt, dann soll er einfach aufgehen, ne? Das habe ich ja reguliert hier. Das habe ich ja gemacht. So, da gehe ich jetzt mal auf Stahl. Kann jetzt wieder nicht gebaut werden, ist klar, ne? Das war wieder super. Na gut, das ist, dann gehen wir einfach hier mit ein paar Leitern rüber, dann sollte es gebaut werden können. So, die Betankung hier ist vollständig. Manuell natürlich wieder abschalten hier. Und der könnte natürlich starten, wenn ich das gerne möchte. Das machen wir auch noch hier, dann ist aber Ende hier für heute. So.
Jetzt kommt ein Meteoritenschauer, gell? Jetzt ist mir's egal, jetzt startet die Rakete. So, und da stelle ich Scientific Sputnik ein. Ach nö. Jetzt geht's ja doch wieder zu. Ach Mann. Hätte es nicht gerade aufgehen können, noch so die paar Sekunden und dann. Ach, naja, gut, egal. Die Rakete startet jetzt halt dann ohne uns hier. Ich sage jetzt auf einmal mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's natürlich wieder beim nächsten Mal und dann möchte ich unbedingt wissen, ob das hier mit der Dings klappt. Wobei ich könnte noch, bevor ich das nämlich tatsächlich vergesse, Filtermaterial hier einstellen. Und zwar vorzugsweise Regolith. Den Sand möchte ich für das hier lassen, weil ich nicht weiß, ob die Sand vertragen, diese Dasker-Salzranken, ja. Ach, das ist sie da. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht dran, ne? Ja. Ja, aber jetzt ist Schluss hier. Ich sag tschüss, bis denne. Euer Lego. Ciao, ciao.